The truth is, I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Miro, I will tell you everything. There is no demon named Urizen. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. And his real name is Virgil. Willkommen zurück zu Devil May Cry 5. Ich bin euer Fjordbu und wir spielen Dante im Original, würde ich sagen. Sieht einfach cool aus. So, wir könnten nochmal anpassen. Ja, wir haben ein bisschen Geld. Gucken wir nochmal eben schnell. Ja, kam wieder länger kein Devil May Cry. Ich weiß, tut mir leid, aber das Spiel ist cool und alles, aber es catcht mich einfach nicht. Ich muss gestehen, ich spiele es jetzt eigentlich nur durch, damit ich das Ende sehe. Muss ich gestehen. Das ist der einzigste Grund, warum ich das mache. Klingt zwar dämlich irgendwie, aber ist halt so. Ach ja, die neue Waffe, ja, stimmt ja. Pum, klingt geil. Kaufen wir. Klingt noch geiler. Kaufen wir auch. RP. Ich muss mal alles wieder lernen hier. Mission Start! Ich hab echt keine Ahnung, wie gut ich sein werde oder schlecht sein werde. Jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and left you behind. The thing you don't know is she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this, no. I will have everything! No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had? You just lost it. That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you, Dante! Okay. Ready to do this, Virgil? All in. Okay.
Bist du Kick-Heini oder was? Die Geräusche einfach noch. Okay. Rutsch. Ist klar. Was mache ich hier eigentlich? Oh, die wird genau weiter kaputt. Okay. The power I've sought for so long. Ah, was machst du da? Ich hab dich zu porten die ganze Zeit. Das ist langweilig. Boah. Ah, ich würde mich gerne bewegen können. Okay, es ist eine Zeitlupe. Okay, ich kann jetzt einfach alles, was an mir vorging, aufkommen oder was? Langweilig. Hallo, wie schön, wann geht denn da? So. So. Ah ja. Schaden. Du musst jetzt wieder deinen. Achso, den kannst du auch machen, aber. Achso, wir sind hier permanent. Ja, ich kann mich null verteidigen, alles klar. Soll ich dem ausweichen? Bitte schön. So, können wir den hier machen noch weiter? Ich war drüber im Weg. Alles klar, ja. Oh, das war's jetzt oder was? They're brothers? Why are they fighting each other? To see one's justice through, a man must fight for it, even if the one who stands before him is his kin. That's ridiculous. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. Dante! You're late. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. So he was behind all this. Your own flesh and blood.
right again. In the last throes of defeat, I see. You. V, get back. Things are about to get really messy. No, please. Let me. I want to end this battle with my own hand. Do not struggle. For if you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not to Dante. I need power. More power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. Yet we are connected by that one feeling. While thy branches mix with mine, and our roots together join. Zurück ins Leben, Errungenschaft bekommen. Was haben wir bekommen? Eine Armein. Ja, Virgil ist wohl am Leben. Wieder. Weil mir klasse ist ein bisschen wird. Gut, damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir vielleicht einen Endkampf. Weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also, haut rein. Ciao, ciao.
tears a thousand times. We rise against, we'll always hold the line. In blood and tears a thousand times.